Hallo Bernhard. Hallo Aljona. Du bist genial, möchte ich sagen. Also Danke. Du bist der Kulturbotschafter von Bayern, aber du hast sehr viele Talente. Du kannst auch König Ludwig sein. Du bist also auch mit Malpinsel auch an der Wand. Du bist auch also Pop-Art-Künstler. Und ich möchte fragen, also wie hast du das geschafft, also von Lüftenmalerei bis Pop-Art-Künstlerei, sage ich mal. Ja, Aljona, du kennst ja meinen Werdegang auch ein bisschen, hast das verfolgt. Also bei uns in der Region ist die Lüftelmalerei total traditionell. Also diese, genau. Seit 500 Jahren gibt es diese bemalten Fassaden. Und ich habe halt für mich gesagt, ich möchte diese alte Konstante dieser Malerei am Leben erhalten. Es gibt fast keine Künstler mehr bei uns, die das machen. Das war für mich mit 4 Jahren schon ein Ziel, dass ich gesagt habe, ich möchte das mal machen. Aber zum anderen ist der Entwicklungsprozess über die letzten 30 Jahre auch so, dass ich gesagt habe, ich bin auch sehr offen für Weltkunst. Und da hat mich die amerikanische Pop-Art unheimlich fasziniert, immer schon. Und es ist auch sehr trendig im Moment, diese Pop-Art. Also man nimmt ja auch wieder Comic-Motive und Ähnliches. Und für mich war es aber nie diese neuzeitlichen Motive, sondern ich habe immer versucht, dann das Alpine, auch die Heimatmotive in diese Pop-Art zu bringen. Und das ist ein Riesenspagat, den ich mache, aber genau. Durch das, dass ich einfach unheimlich gerne viel ausprobiere, ist es kein Problem, heute an der Fassade eine traditionelle Lüftelmalerei zu machen und morgen aber im Atelier dann Pop-Art zu machen. Ja, Wahnsinn. Also ich finde, das ist so toll, wenn ein Künstler so flexibel sein kann. Sag mal, hast du eine bestimmte Lieblingstechnik, mit der du malst? Die Lieblingstechnik ist für mich das Handwerk mit Pinsel und Farbe. Eine also, sehr gute Antwort. Es gibt sicherlich viele Möglichkeiten, Farbe an die Wand zu bringen. Wir sind in einer Zeit und hat natürlich auch die letzten Jahre mit sich gebracht, dass es sehr in geworden ist, dass man Farbe auch auf die Leinwand nur schmeißt. Also dieses in der Aktion zu machen, ist für mich überhaupt nicht der Fall. Also ich mache mir viel Gedanken um meine Bilder. Ich bin sehr viel draußen unterwegs, bei uns in der Zugspitzregion natürlich und auch in der Umgebung und suche diese alpine Motive und halte die halt fest, natürlich auch mit dem Handy dann, dass man die Moment genießt. Kann und bringt es dann auf die Leinwand. Super, also ich finde ganz toll und ich bin auch Fan von deinen Bildern. Okay. Genau, ich finde, man kann also sie so vielfältig interpretieren, ohne dass man also wirklich genau also die Augen sieht oder wirklich diese Detail. Die Detail, also diese Befühlung macht also der Betrachter selber und das ist das, was eben also die Kunst bieten kann, also dass genau. Ich als Betrachter eben also auch mich austoben kann. Genau. Das stimmt. Und wenn du meine Bilder siehst, was du siehst, sie strahlen immer auch eine Energie aus. Genau. Und dann gibt es die Freude. Und das ist meine Message auch in die Bilder. Das heißt, ich versuche nicht irgendwie Emotionen, die jetzt vielleicht an einem Tag mal, wenn man nicht so gut drauf ist, auf die Leinwand, sondern alle Bilder sollen für den Betrachter was auslösen. Und das ist eine gewisse Melancholie im Spiel. Und das ist auch wichtig. Das mag ich total gern. Und das sind auch diese Stimmungen, Morgenstimmungen, Abendstimmungen. Und die lasse ich einfließen. Und das holt mich total ab. Und natürlich auch den Betrachter. Und das möchte ich eigentlich mit den Heimatmotiven, egal ob es in der Lüftelmalerei oder in der Pop-Art ist, schaffen, dass man dem Betrachter einfach was auslöst, dass da Emotion rüberkommt und Energie. Super. Vielen herzlichen Dank. Danke, Aljona. Dankeschön.